Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Zweitligaspiel VfL Bochum 1848 gegen den 1. FC Kaiserslautern. Endstand 1:2 vor 21.164 Zuschauern. Ich begrüße nicht nur die hier anwesenden Medienvertreter, sondern auch ganz herzlich die Gäste in den VIP-Bereichen der Revier Power Lounge und dem Moritz sowie die Fans im benachbarten 1848. Ein gesonderter Gruß gilt den Gästen aus der Pfalz, deren Cheftrainer Konrad Fünfstück zu meiner Linken sitzt, zur Rechten Cheftrainer Gert-Jan Verbeek, und wie immer gebührt den Gästen das erste Wort. Herr Fünfstück, Ihr Kommentar zum Spiel bitte. Ja, zunächst mal schönen guten Abend. Ganz klar, war für den Verein eine sehr, sehr turbulente Woche. Und wenn du dann hier zum Tabellenführer fährst, dann ist das natürlich schon eine besondere Situation. Ich sage ganz klar, dass ein großer am Sieg Costa Runial schon sein Trainerteam hat, die hier mit der Mannschaft gearbeitet haben. Und der Sieg ist auch ein Sieg für das Trainerteam. Zum Spiel von uns heute heraus. Die Mannschaft hat sich hervorragend präsentiert, hat gekämpft, das, was man erwartet. Und hat auch das, was wir uns vorgenommen haben, im Umschalten gut umgesetzt, dass wir schnell nach vorne kommen, mit möglichst wenig Kontakten in die letzte Zone von Bochum eindringen. Das haben wir im Training versucht anzureißen, mit wenig Zeit, und das hat zum Teil ganz gut ausgesehen. Trotzdem, zum Ende war es sehr, sehr hektisch, und die Qualität von Bochum hat man dann auch gesehen. Wenn du das 3-0 hier machst, ist das Spiel durch, so steht es dann irgendwann 2-1, und dann musst du zum Ende halt trotzdem auch ein bisschen Glück haben, was du normalerweise in so einer Situation nicht hast. Heute hatten wir es, und deswegen sind wir natürlich heute überglücklich, dass es hier in Bochum für uns gelangt hat. Ich wünsche VfL alles Gute mit ihrem Trainer, und bis dann. Besten Dank. Gert-Jan, dein Kommentar zum Spiel bitte. Ja, erstmal gratuliere ich dem Gegner mit die 3 Punkte. Die haben sich verdient. Wenn ich gucke nach unserem Spiel, sind die ersten 10 Minuten, hat es doch gut ausgesehen. Dann haben wir das Tempo herausgenommen. Da haben wir gedacht, mit 80% geht das auch. Das ist gefehlt an Aggressivität, das ist nur Einstellung. Ermüdung zählt gar nicht, weil wenn man sieht, was man die letzte halbe Stunde gemacht hat, da war für Ermüdung gar keine Sprache. Das ist nur Kopfsache. Und das ist schade in so einem Spiel. Ja, man hat gesehen nach der Pause, dass wir das etwas besser gemacht haben. Da war mehr Aggressivität, da wurde mehr in ein höheres Tempo gespielt, viel mehr nach vorne. Da waren die Zweikämpfe auch aggressiver, und dann haben wir noch ein Spiel davon gemacht. Und leider ist es uns nicht gelungen, um das zweite Tor zu machen. Die Chancen haben wir gehabt, aber man muss auch ehrlich sein. Auch die Gegner hatten in der zweiten Halbzeit noch das dritte Tor machen können. Also der Sieg ist verdient, und wir müssen hier von lernen, ja, und nächstes Mal das besser machen.